Ja, a machine for pigs. Es geht weiter und wir sind in der Kirche angekommen, nachdem wir die Werkstatt durchschlitten haben. Und warum ich hier so komisch hänge, liegt daran, dass ich hoffe, dass es ein bisschen Raumklang rausnimmt. Weil wenn ich Richtung Kamera spreche, ist mir aufgefallen. Und ich bin zu weit vom Mikro entfernt, habe ich etwas Raumklang, das versuche ich damit zu umgehen, als lange nachzubearbeiten. Weil sobald ich Richtung Monitor gucke, passt das eigentlich ganz gut bis jetzt. Da solltet ihr natürlich auch Teil dran haben. Und ja, es geht weiter mit uns hier in der Gurk. In der letzten Folge hat es ja schon Klopf-Klopf gemacht und das haben wir dann danach auch gefunden. Solche. Oh, Mäskchen. So, wir haben also die Option, entweder links oder rechts hochzugehen. Ich glaube, es kommt auch das gleiche raus. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge hat es ja Klopf-Klopf gemacht. Und, wie wir den Tank befüllt haben. Was mich eigentlich paranoid gemacht hat, aber... Unser Charakter hofft ja inständig, dass wir hier nicht hin verfolgt werden. Ich glaube da ja nicht dran. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel, of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Also gerade ganz klare Blasphemie gegenüber unserem Gott ist gut gesagt, Gott an sich. Und dass ein neuer Gott geschaffen werden müsste, okay, ist Ansichtssache. Was haben wir hier für... Warum sind eigentlich immer, gerade in der Kirche, solche Bilder von Morten Gemetzel mit drin? Das ist nicht ganz Babel, kommt auch, na, könnte auch Helpsklamm sein. müsste man schauen, so. Weiter geht's. Wir haben hier einmal die Tür, die wahrscheinlich auch da hinten nach rechts führt. Aber da wollte ich erstmal hier mich umgucken. Ja, atmen war schwer, danke. Genau das habe ich mich auch gerade gedacht. Was haben wir hier? Okay. Kerze. Brauchen wir die? Oh, noch eine Tür, okay. Kann ich die anzünden? Wäre natürlich ganz cool. Klappt das? Nein. Dafür ist es dann mal wieder nicht ausgelegt. Schade. So, dann lassen wir es einfach. Obwohl ich will. Ah, ich. Wir sind ja ordentlich, ne? Wir legen die jetzt einfach hier irgendwo wieder zurück. So. Was haben wir hier? Kleine Figürchen. Und was zu lesen. Vater Jeremiahs Tagebuch, 1. Oktober 1899. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihr Leben bringen, heute aber strömt sie von selbst zu uns. Der Wärme im Winter und dem vom Mandus ausgegebenen Essen zum Dank ist das meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihn schon fast. Er gestattet ihnen nicht, in seinen Fabriken zu arbeiten und behauptet, dass seine Arbeiter für die neuen Maschinen speziell ausgebildet worden seien und dass es unverantwortlich, nein, skrupellos wäre, solch wertvolle Leben wie die, die er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Seit Mexiko ist er ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts seiner solchen Tragödie, von seinem Krankenbett aus, an das er oft gefesselt ist, eine der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen in ganz London führt. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierende Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden. Nein, er verteilt seinen guten Willen, seine Nahrung an die Armen, die sie in Dankbarkeit um sein Königreich versammeln. Ich werde euch nähren und ihr werdet mir folgen. So funktioniert das. Und es scheint aufgegangen worden zu sein. Was denn da im Endeffekt dann gekocht wurde?
Wusste ja keiner, denke ich mal. Wir wissen es ja auch noch nicht genau, aber es hat auf jeden Fall mit Schweinen zu tun. Jetzt mal so, oh nee, so kann ich ja gar nicht ab. Ja, geile Orgelmucke, danke. Ah, da ist die Tür gewesen. Auf, auf. Ab durch die Mitte, wa? Noch mehr Schweine. Schweine über Schweine. Über Schweine. Ha! Also hätte ich gerochen, dass wir die Kerze brauchen. Da dackeln wir mal ganz kurz. Ah, dackeln vielleicht nicht. Ah, schade. Ja. Ich bin hier nicht in Mirror's Edge. Rennen wir nochmal zurück und holen uns die Kerze. So, das Ganze mal im Sprintverfahren. Wir haben noch ein bisschen was anderes vor. Ah, schade, der Soundtrack hat aufgehört. Zack. Das war ein wenig zu einfach. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ankriegen, denke ich mal. Was haben wir denn da oben? Das sind die Maschinen. Das scheint Mendes zu sein, der das Schweineherz hebt. Hm. Alles verschlossen. Da noch nicht, okay. Dann würde ich mal sagen, da rein. Und. Ne, noch nicht. Hier, okay. Auch, ja. Hallo? Lässt sich auch nicht aufmachen gerade? Was soll denn der dreht? Was glitscht denn das immer so ein Stückchen rüber? Seht ihr das? Ah. Dann würde ich sagen, hatten wir die auf der anderen Seite auch noch. Ey, diese Schweinefanatiker, ne? Auf der Seite auch noch eine Tür, wo vorher nicht durchkam. Ey, das ist echt creepy, die Kirche. Die ist richtig creepy. Momentan geht's gerade noch. Also, gut, Orgelmusik schockiert mich jetzt nicht zu sehr, finde ich. Oder ist nicht zu schockierend. Können wir jetzt hier irgendwie auch Feuerschirm mitnehmen? Weil angesichts meiner Logik bräuchten wir das. Angesichts meiner Logik mache ich allerdings auch hier die Türen jetzt wieder zu. Komm, zieh zu. Danke. Gut, hier konnte ich ja eh nicht rein. Von da kam ich. Da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, wieder hinzugehen. Habe ich die Türen jetzt zugemacht? Nee. Es ist zwar nur vielleicht ein leichter Widerstand, aber vielleicht kann mir das irgendwann mal den Arsch retten. Wieder, wie es man es eigentlich auch im alten MDG gemacht hat, immer schön die Türen hinten einzuschließen. Sowas kann Leben retten. So, die Frage ist, woher das Feuer nehmen? Weil ich würde die Kerzen da schon echt gerne anzünden gerade. Habe ich was übersehen oder nicht? Aber auch was ich bis jetzt finde, ist, dass ziemlich wenige Interaktionsobjekte in dem Spiel sind. Also ist jetzt nicht so wie
in The Dark Descent, dass ich jetzt massig an Sachen mit mir rumschleppen, also nehmen könnte. Genauso. Hallo? Nimmst du. Also. Bitte, ja. Genauso, weiß ich noch nicht mal, warum ich nicht ins Inventar über den alten Weg komme. Aber irgendwie muss ich ja auch Laudanium zu mir nehmen können, wenn ich denn nicht Kirre bin und eigentlich gar keins aufgenommen habe. Was ich die ganze Zeit eher vermute. So. Können wir hier Kerzchen nehmen, ne? Ich schon gedacht, das Schuh war mir da was. Da ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde. Das sieht da aus, kann ich nehmen. Natürlich auf jeder Bank eine Bibel. Klar. Sind da auch nicht in der Gurk. Und trotzdem stellt sich mir gerade die Frage. Was muss ich. Oh, Moment, die kann ich auch. Ach so. So. Das hat jetzt irgendwas geöffnet. Ganz klar. Oh, das hat den Ofen an. Okay, es hat den Ofen gestartet, der da in der Kirche einfach mal so ist. Guck mal, in mein Tagebuch. Fürchterliche Maschine. Der Motor startet, die Flammen werden geschürt. In den Wänden kann ich Dampf hören und die Luft selbst vibriert. Mein Herz kommt ins Stocken, da ich den Hebel ziehen und den Mechanismen diesen dünneren Apparats freilegen werde. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht im Stich lassen. Dann ab geht die Party. Wut! Okay. Was hat er uns denn jetzt noch geschrieben? Ein Höllenportal. Ich habe anscheinend keine andere Wahl und so steige ich hinab. Gott möge meiner Seele gnädig sein. Und wenn dies meine Irrenanstalt ist und ich dem Matthäus geben soll, so werde ich diesen Mantel zum Wohle meiner Jungs tragen und mich den Schrecken stellen, die unterhalb des Altars liegen. Tja, würde ich mal sagen. Ab nach unten. Ja. Und damit ist es jetzt endgültig gelaufen. Damit sitzen wir jetzt nun fest. Und ich habe so das doofe Gefühl, dass es jetzt erst richtig losgehen wird. Listen, Papa. Hold the act to your ear. You can hear the sea. Oh ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es jetzt erst losgehen wird. Und es geht los. Kinderschrei ist echt uncool. So, ich würde sagen, wie den lesen wir noch. Die letzten Gedanken. Was ist das für eine Exhumierung? Welch Flickwerk von Körperteilen. Ich bezweifle, jemals gefunden zu werden. Und dennoch hinterlasse ich dir dies. Ich kritze es im Übelriechen im Halbdunkel, während mein Folterer unter mir herumstopft und meine Mitgefangenen in der Dämmerung klagen und quieken. Hier warte ich, bis ein Klopfen an meinem Käfig mein Schicksal besiegelt. Wenn endlich ich an der Reihe bin, diese finstere Reise ins Innere anzutreten. Und so sollen das auch dies erstmal unsere letzten Gedanken sein für Amnesia, A Machine for Pigs. Lasset die Spiele beginnen. Bis zum nächsten Mal.